Imposant steht das Schloss im Herzen Donaueschingens, das als repräsentative fürstliche Residenz dient, umrahmt vom fürstlichen Park sowie Quelle und Kirche St. Johann. Das Fürstenhaus ist der Stadt Donaueschingen bis heute sehr eng verbunden. Einerseits wegen der Geschichte, andererseits, weil wir natürlich auch unsere Traditionen hier weiterleben und somit auch versuchen, den kulturellen und traditionellen Themen unserer Familie nachzukommen. Zum kulturellen Erbe gehört natürlich das Schloss Donaueschingen mit dem Schlosspark, der Donauquelle, das Archiv und die Sammlungen mit der alten Sammlung und dem neuen Teil Fürstenberg zeitgenössisch, das von meiner Frau und mir ins Leben gerufen wurde. Zum sozialen Engagement gehört sicherlich in erster Linie das Antoniushaus, was meine Mutter Fürstin Milana vor vielen Jahren ins Leben gerufen hat. Was die Donauquelle angeht, so sind wir froh, dass sich die Stadt bereit erklärt hat, mit uns zusammen die Renovierung anzugehen, um diesem touristischen Highlight unserer Stadt wieder den Stellenwert zu geben, den sie verdient hat.